Bevor dieses Video startet, würde ich euch gerne eine kleine Information geben. Und zwar habe ich vor kurzem jetzt die 1000 Abonnenten auf TikTok. Das heißt, ich kann live gehen. Und es hat so lange gedauert, weil ich einfach gefühlt nie Content poste und es sehr schwierig für mich war. Aber ich habe mir gedacht, es ist ganz cool, jetzt die 1000 zu haben und live gehen zu können. Und für euch ist es ganz cool, denn ich werde mit Negro und Makan live gehen. Also ich werde euch mit in den Stall nehmen. Ihr werdet in Echtzeit sehen, dass ich die putze, was ich mit denen mache. Also wenn ihr Bock da drauf habt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Ich verlinke euch hier meinen TikTok-Account. Das sind die schon wieder durchs Bild gelaufen. Sehr gut. Ja, und deswegen würde ich sagen, schaut vorbei. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, alles klar, die Hunde gehen ab im Hintergrund. Und zwar wird dieses sehr kurze Video einfach davon handeln, warum ich meinen Namen geändert habe auf YouTube. Denn ich habe sehr viele Fragen dazu bekommen und ich dachte einfach, ich muss das auf jeden Fall mal klären, damit ihr einfach Bescheid wisst. Und ich wollte jetzt nicht einfach ein neues Reitvideo oder ein neues Video mit den Pferden hochladen, sondern halt erstmal wirklich erklären, warum das so ist. Es hat zwei, drei mehr Gründe, die ich auch in diesem Video ansprechen werde. Aber der Hauptgrund ist einfach, dass ich ja Chiaras Horsemanship den Kanal genannt habe. Und mein Kanal hat sich einfach in eine komplett andere Richtung entwickelt, wie ich es eigentlich vorhatte. Es besteht weniger aus Horsemanship, sondern eher mehr aus Follow-me-arounds, aus Reitvideos, aus Zirkuslektionen. Und ich möchte natürlich euch auch dieses Horsemanship noch ein bisschen näher bringen, aber das ist einfach nicht so der Hauptpunkt in auf meinem Kanal. Deswegen muss ich mir halt irgendwas anderes überlegen, weil ich mag sowas einfach nicht, wenn es nicht passt. Und andere Leute denken sich so, oh cool, Horsemanship, gehen wir mal drauf und im Endeffekt finden die keine Videos davon. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, wie könnte ich meinen Kanal noch nennen? Also ich würde natürlich gerne mich reinbringen, meinen Namen und auch das mit den Pferden, damit es auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Der Kanal heißt jetzt CC Cavalli. Die ersten zwei Cs stehen für meinen Namen, da ich Chiara Calamusa heiße und es sind zwei Cs am Anfang. Und da ich Halbitalienerin bin und einfach es cool fand, dass Cavalli mit C anfängt und auf Deutsch übersetzt Pferd und Pferde, also Pferde heißt, fand ich das einfach mega cool und ein saucooler Zufall auch irgendwie. Also ja, dachte ich mir, warum nicht? Es ist irgendwie ziemlich lustig, dass jetzt einfach drei Cs in meinem Namen sind. Aber der Name ist nicht das Einzige, was ich jetzt noch so ein bisschen hier tun wird auf dem Kanal. Denn diese Idee überhaupt, jetzt wirklich mal so zu sagen, okay, jetzt wird der Name geändert, kam eigentlich aus einer anderen Richtung. Und zwar hatte ich mit einer Produktionsfirma einen Termin. Und wir haben nämlich vor, einen Trailer für diesen Kanal zu drehen. Und zwar einen richtig coolen Trailer. Aber da werde ich noch gar nicht so viel verraten von, weil das werdet ihr dann einfach sehen. Und das wird wahrscheinlich auch erst im Januar kommen. Deswegen, ja, möchte ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber ihr könnt euch auf ein richtig cooles Video einstellen. Und dann haben wir uns auch überlegt, ob ich mir nicht wirklich mal ein eigenes Logo machen möchte für diesen Kanal. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn wir jetzt ein Logo machen, dann werde ich jetzt auch den Namen ändern, damit es einfach alles passt und ich nicht in ein paar Monaten wieder ein neues Logo brauche, weil die mir das halt einfach erstellen werden. Und deswegen heißt dieser Kanal jetzt CC Cavalli. Er wird jetzt auch so bleiben und so heißen. Das ist jetzt einfach fest. Ich hoffe, euch stört das nicht und ich hoffe, ich habe euch damit nicht zu sehr verwirrt. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt auf ein Logo einstellen, was kommen wird, auf ein Video einstellen. Ich habe schon eine Seite auf Instagram eröffnet, die aber noch nicht öffentlich ist, weil ich die noch etwas bearbeiten werde. Da ist noch nicht das richtige Profilbild drin. Und ja, ich möchte da einfach erstmal so ein bisschen einen Grundstab so aufbauen, bevor ich das wirklich veröffentliche und ihr mir da folgt. Auf TikTok wird es auch einen Kanal geben, der noch nicht erstellt ist mit diesem Namen von diesem Kanal. Und da werden dann auch nur Videos von den Pferden kommen. Und auf meinem Privatkanal, den werde ich euch auch immer noch verlinken, den kann ich euch auch jetzt gerade mal hier drunter nochmal schreiben, auch wenn ich den schon mal am Anfang erwähnt habe. Und ich kann euch natürlich auch nochmal gerne meinen Instagram-Account hier gerade hinschreiben, also meinen privaten, den ich jetzt nur noch eigentlich, also ich nutze den schon für mich und ich poste auch Stories mit dem Negro, eigentlich hauptsächlich mit Pferden die Stories, aber die Postbeiträge sind halt eher von mir, das ist meine Mama. Und ja, deswegen dachte ich mir, es muss jetzt einfach mal alles so ein bisschen mehr organisiert sein. Übrigens, wollte ich jetzt die nächste Zeit mal ein Q&A machen und deswegen sage ich euch einfach jetzt schon mal, schreibt mir gerne auf Instagram Direktnachrichten
oder hier in die YouTube-Kommentare unter diesem Video gerne mal Fragen rein, denn ich würde gerne ein Q&A machen, um noch mehr Fragen zu beseitigen, um euch noch so ein bisschen mehr Informationen zu geben, weil ich, glaube ich, in der letzten Zeit ziemlich viele Fragen bekommen habe, die ich nicht alle beantworten konnte. Und wenn ich die jetzt einfach mal so ein bisschen sammeln kann, dann habe ich vielleicht einen größeren Überblick und kann euch dann auch wirklich darauf antworten. Und in einem Video finde ich es immer ein bisschen persönlicher. Ich kann dann auch euch das ein bisschen besser erklären, wie wenn ich euch dann einfach zurückschreibe. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video und ich würde sagen, es war auch jetzt genug von mir. Das nächste Video könnt ihr euch dann wieder auf Negro und Makan freuen. Und nicht vergessen, heute Abend TikTok gehe ich live mit Negro und Makan. Also eher mit Makan, weil Negro wurde heute schon bewegt. Aber wenn ihr Bock darauf habt, dann schaut vorbei. Tschüss, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen.